Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist ein Tutorial an der Reihe. Ich habe hier mal so zwei Teststrecken gebaut, auf denen ich euch zeigen wollte, wie man Signale setzt. So ein bisschen die Basics, die Grundlagen der Signalsetzung. Weil es gibt natürlich immer wieder Leute, die überhaupt gar keine Ahnung davon haben, die Transport Fever neu spielen, von mir aus auch Train Fever. Und die natürlich gar nicht wissen, wie man so richtig Signale setzt. Ich weiß noch, als ich damals Train Fever das erste Mal gespielt habe und meine Linien irgendwie überhaupt gar nicht funktioniert haben, weil ich mir dachte, boah, das geht gar nicht. Wie setzt man denn Signale? Ja, lang ist her. Ich habe mir dann auch ein YouTube-Video angeguckt und habe das dann nach und nach hinbekommen. Und da immer wieder Fragen sind nach den Signalen auf meinem Kanal, dachte ich mir, machst du doch auch einfach mal ein Video dazu. Wir fangen an mit einer eingleisigen, ja, Rundstrecke. Wir kaufen einfach mal zwei Züge. Hier haben wir noch eine Linie, die können wir aber erstmal löschen. So. Wir kaufen mal zwei Züge. Nehmen wir hier einfach Elektroloks. Dann nehmen wir noch die BR 103 und da hängen wir einfach so ein paar Intercity-Waggons dran. Ist ja auch egal. Jetzt kaufen wir das zweimal und schicken, nachdem wir uns eine Linie erstellt haben, von hier nach hier. Und da seht ihr schon, der würde jetzt hier rausfahren, hier rein und dann wieder rückwärts zurück. Der erkennt gar nicht die Rundstrecke. Und da war es bei mir damals bei Train Fever zum Beispiel so, warum? Was habe ich falsch gemacht? Eigentlich ist es ganz einfach. Ihr stellt euch jetzt entweder hier ein Signal hin, aber wenn ihr hier zum Beispiel nur einen Zug fahren lassen wollt, reicht auch ein Wegpunkt. Baut ihr euch hier einen Wegpunkt hin, dann geht ihr wieder ins Linienfenster, geht auf die Haltestelle oder die Zahl vor dem Wegpunkt. Geht auf Hinzufügen, fügt den Wegpunkt hinzu und dann fährt das Ganze auch im Kreisverkehr. Jetzt habe ich das Ganze natürlich nur falsch rum gemacht, aber das erkennen die Züge hoffentlich trotzdem. Wir schicken die jetzt raus und erhöhen mal die Geschwindigkeit. Jetzt fährt unser erster Zug raus und der zweite wird hier warten. Transport Fever ist es so, dass ein Bahnhof quasi als unsichtbares Signal fungiert. Der wird jetzt hier wieder drehen und rückwärts fahren, weil die Strecke geht ja in die Richtung. Ein Bahnhof, das Bahnhofsende, also in die Fahrtrichtung hier, das ist ein Block bis hier, weil ein Bahnhof unterteilt die Strecke in Blöcke. Ihr seht jetzt, die Strecke ist frei und er kann rausfahren. Dieser Zug wartet jetzt aber auf freie Wege, weil quasi der Block blockiert ist. Dieser hier, der steht jetzt. Moment, das ist jetzt. Genau, jetzt blockieren sich nämlich beide. Ich dachte eben schon. Dieser Block bis hier, der bis hier geht, bis zum Bahnhofsende, ist blockiert von dem Zug, von Zug 2. Und dieser Block, der von Bahnhofsende hier bis Bahnhofsende hier geht, ist von Zug 1 blockiert. Das heißt, beide Züge können jetzt nicht mehr weiterfahren, weil beide auf freie Wege warten. Wenn ihr jetzt aber ein Signal nehmt, machen wir das mal hier, wir drücken mal auf Pause, hier in die Hälfte des Blocks und hier in die Hälfte des Blocks. Dann werden beide Züge losfahren, denn jetzt hat unsere Strecke vier Blöcke. Einmal vom Bahnhofsende hier bis zum Signal und einmal vom Signal bis Bahnhofsende hier und auf der Seite genauso, von Bahnhofsende hier bis zum Signal und vom Signal bis Bahnhofsende hier. Ihr seht, zwei Signale reichen hier schon. Vier Blöcke sollten reichen, dass die Züge sich nie gegenseitig blockieren oder einer auf den anderen warten muss. Ich mache es meist so. Ich mache immer lieber ein paar mehr Signale auf die Strecke,
damit ich wirklich sicher sein kann, dass alles flüssig läuft, gerade auch auf Güterstrecken, wo die Züge ja meist ein bisschen länger sind. Lieber ein paar mehr Signale. Ihr seht ja auch, selbst wenn ihr wirtschaftlich spielt, die kosten 25 Dollar im Unterhalt. Das ist jetzt nicht die Welt, klar summiert sich das, wenn man dann irgendwann 1000 Signale auf der Karte hat, aber das ist wirklich überhaupt gar kein Geld. Und das sollte gar kein Problem sein. Ja, das ist eigentlich schon alles, was die eingleisige Strecke mit mehreren Zügen angeht im Kreisverkehr. Jetzt haben wir aber natürlich noch die Sache, hier legen wir uns auch mal eine Linie an, von hier nach hier, eingleisige Strecke von Kopfbahnhof zu Kopfbahnhof. Also eine Pendelstrecke, die nicht geschlossen ist. Von hier, der hält hier an, dreht, fährt wieder raus und fährt hier rein. Wir schicken mal einen Zug auf die Linie, oder besser gesagt, wir kaufen hier auch mal zwei. Da nehmen wir jetzt, ja, nehmen wir die BR 185 und hauen da, ja, nehmen wir diesmal hier die Intercity. Also kaufen wir auch zweimal. Jetzt schicke ich die auf die Linie. Und auch hier ist es wieder so, dass beide Bahnhofsenden als unsichtbarer Wegpunkt fungieren. Das heißt, der fährt raus und sobald er hier die Weiche passiert hat, wird der andere rausfahren. So. Aber da beide Blöcke, oder besser gesagt, seht ihr, haben wir wieder die Warnung hier oben. Züge blockieren sich gegenseitig. Zug 4 und Zug 3. Wir haben ja hier quasi drei Blöcke. Einmal den Bahnhof, dann die Strecke zwischen den Bahnhöfen und den Bahnhof. Selbst wenn wir jetzt Signale setzen, wird hier keine Besserung in Sicht sein. Weil wenn ich jetzt hier ein Signal hinsetze, wir machen das mal, kann ich machen, das ist gar kein Thema, dann wird der Zug hier unten fahren. Aber er wird hier anhalten und trotzdem natürlich nicht weiterkommen. Nehmen das hier mal weg. Weil da hinten steht ja immer noch ein Zug im Bahnhof und blockiert die Strecke. Abhilfe schafft da ein Ausweichgleis. So. Ihr baut jetzt hier einen zweigleisigen Abschnitt. Und dann nehmen wir das wieder weg. Und bei einem zweigleisigen Abschnitt ist es so, dass an beide Enden, das wäre die Fahrtrichtung in die Richtung, ist ja die Ausweichstelle, muss ein Signal auf die Seite und in die andere Fahrtrichtung vor der Weiche auf die andere Seite. Und ihr seht, beides ist zweigleisig. Wenn ich jetzt das Signal wegnehme, würde das trotzdem funktionieren, warum auch immer. Aber nehme ich das weg, fährt er nur eingleisig. Weil ohne Signale erkennt er natürlich nicht, dass er hier ausweichen kann. Deswegen an beide Enden ein Signal. Und dann ist das Ganze zweigleisig und unsere Züge können quasi aneinander vorbeifahren. Und hier weicht er aus, der andere wartet und wenn der Zug durchgefahren ist, kriegt er hier grün. Und kann auch an den Bahnhof reinfahren. Wenn ihr jetzt aber, wir lassen die mal beide in die Bahnhöfe fahren. So. Dann pausieren wir das Ganze mal. Wenn ihr jetzt die komplette Strecke zweigleisig wollt, nehmt das wieder weg. Dann geht ihr genauso vor. Das ist eigentlich gar kein Thema. Dann baut ihr einfach hier so nah wie möglich an den Bahnhof.
Ja, wenn das weiß ist, könnt ihr nichts bauen. Und wenn es blau wird, könnt ihr dann eine Weiche bauen. Dann nehmt ihr das hier raus. Zieht euch die gesamte Strecke zweigleisig. Wieder dasselbe und dann setzt ihr euch einfach wieder an die Weichen, jeweils ein Signal, und zusätzlich dazu noch auf die freie Strecke. So, jetzt habt ihr quasi hier einen Block und auf dem Gegengleis hier noch einen Block. Wenn wir jetzt hier noch mal das Gleis reinziehen und sogar noch einen Zug mehr kaufen, kaufen wir noch einen, schicken den los. Na, das ist jetzt komplett zweigleisig. Er kann hier rausfahren, der muss jetzt hier halten. Er würde jetzt hier Passagiere einsammeln. Der Zug wartet am Signal. Der fährt wieder raus. Und der nächste Zug kann in den Bahnhof dann rein. Jetzt wieder dasselbe Spiel. Der einfahrende Zug muss da am Signal warten, bis der Zug aus dem Bahnhof raus ist, die Weiche passiert hat. Und da kann er wieder rein. Und umso mehr Blöcke ihr habt, mal angenommen, wir hätten jetzt nur hier das Signal. Nur hier das. Und das hier nicht. Oder besser gesagt, ich zeige euch das mal. Wir nehmen das hier mal weg. Das. Das Beispiel des Zuges hier. Der dreht jetzt. Und der hält jetzt hier. Nein, Quatsch. Er würde hier halten, wenn hier noch ein Zug steht. Aber so hätte er hier gehalten und nicht dort hinten. Ich nehme das mal weg. Dann seht ihr auch, was ich meine. Das war jetzt ein Fehler von mir, aber auch gar kein Thema. Dadurch, dass wir die zwei Signale weggenommen haben, hält er jetzt ganz hier hinten. Und so kann es dann zu Staus kommen, weil der hält jetzt auch hier. Könnte aber bis hier vorne fahren, wenn ihr hier vorne noch eins hättet, oder bis hier, wenn hier noch eins wäre. Und so wird sich jetzt nach und nach einen Stau ergeben. Der muss auch hier warten, weil das ja blockiert ist. Da kommt aber schon der nächste. Der wartet jetzt auch wieder hier. Und so wird das Ganze unflüssig. Ihr seht also, umso mehr Signale, umso mehr Blöcke ihr auf einer Strecke habt, umso flüssiger und geschmeidiger laufen auch eure Linien. Und ihr lauft so gut, es sei denn, ihr macht natürlich auf einer Linie 20 Züge. Irgendwann ist jede Linie die Kapazität erreicht. Aber wenn ihr natürlich normale Anzahl an Zügen fahren lasst, sage ich mal, dann wird sich da nie Stau ergeben, wenn ihr genug Signale auf der Strecke habt. Ja, das waren eigentlich, wie gesagt, schon die Basics. Habt ihr hier so eine Pendellinie zwischen zwei Bahnhöfen und ihr wollt noch Geld sparen, weil ihr am Anfang, weil ihr noch in 1850 seid, dann reicht eine kleine Ausweichstelle, wie ich es euch eben gezeigt habe. Aber in der Moderne ist es natürlich besser, gerade weil die Züge auch viel schneller sind, das Ganze zweigleisig zu machen. Und an den Bahnhöfen
muss unbedingt zwingend eine Weiche vorhanden sein, die damit im Signal geschützt ist. Dann kann der Zug direkt an der Weiche halten, warten, bis der Bahnhof frei ist und dann gleich wieder einfahren. Okay. Falls ihr noch Fragen habt, immer her damit in die Kommentare. Ich denke aber, das waren so die Grundlagen. Wie gesagt, eingleisige Strecke mit mehreren Zügen. Das haben wir hier unten anhand dieser kleinen Teststrecke mit zwei Zügen. Aber auch hier würde, wenn ich spielen würde, ich würde hier noch eins hinsetzen. Ich würde hier noch eins hinsetzen. Und ich würde hier am Wegpunkt noch eins hinsetzen. Und dann würde ich hier noch eins hinsetzen. Damit wir hier so viele Blöcke wie möglich haben. Damit das auch alles, angenommen wir hätten hier vier Züge, dann wäre das immer noch alles flüssig und geschmeidig. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ich habe euch ein bisschen geholfen damit und würde mich freuen, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Macht's gut, ciao!